Wenn man Social Media glauben darf, ist das japanische Konzept Ikigai die perfekte Lösung, um dein Leben in den Griff zu kriegen. Glück, Zufriedenheit, Motivation warten auf dich, wenn du dieses Diagramm verstehst. Die Idee ist, wenn du etwas finden kannst, was wertvoll für die Welt ist, dir Spaß macht, deinen Fähigkeiten entspricht und gut bezahlt wird, dann erreichst du Ikigai. Die wundervolle Übersichtlichkeit des Konzeptes und Diagramms macht es ideal für Social Media und Influencer und Coaches. Und jetzt, da ich es dir vorgestellt habe, muss ich dir leider sagen, dass dieses Diagramm ziemlich wenig mit japanischer Kultur oder Ikigai zu tun hat. Dass Ikigai eigentlich was anderes ist, als es mir viele YouTuber und Influencer vermitteln wollten, hat mich ein bisschen überrascht. Dieses Video sollte eigentlich viel einfacher werden. Ich war nebenbei mal an das Thema Ikigai geraten und wie für die meisten klang es für mich sehr gut. Einen Grund, morgens aufzustehen, den braucht doch jeder. Und natürlich klingt es schön, den perfekten, wertvollen, gut bezahlten Job zu finden, oder? Aber als ich dann genauer hingeschaut habe, wurde mir sehr schnell klar, dass wir es hier mal wieder mit einem typischen Online-Phänomen zu tun haben. Ein ziemlich simples Konzept muss ausgeschmückt werden, für Reichweite und um Geld damit zu verdienen. Also, was bedeutet Ikigai wirklich? Frei übersetzt heißt Ikigai das, wofür es sich zu leben lohnt. Beziehungsweise ein Grund, morgens aufzustehen oder auch einfach Lebenssinn. Sich damit auseinanderzusetzen, wofür wir leben und was uns antreibt, ist auf jeden Fall sinnvoll. Aber in Wahrheit benutzt man in Japan Ikigai nicht als großes philosophisches Konzept, wie es uns in der westlichen Welt verkauft wird. In Japan ist Ikigai auch eine gute Mahlzeit, der Lieblingsfilm oder das Haustier. Obwohl das Konzept also gerne mal in Verbindung mit Mindset oder totalen Lebensumstellungen erwähnt wird, ist es eigentlich etwas Alltägliches. An manchen Tagen klingelt der Wecker und wir freuen uns, dass wir uns abends mit Freunden treffen werden oder darauf, schick essen zu gehen. Manchmal wird uns auch ins Gesicht geschnurrt oder von einem Hund die Hand abgeleckt. Das sind alles völlig legitime Gründe, morgens gerne aufzustehen. Aber das verkauft sich halt nicht so gut. Nur weil das Konzept online etwas abgewandelt wird, worauf wir gleich nochmal zurückkommen, heißt das noch nicht, dass wir nicht darüber reden können. Ich persönlich kenne nämlich den Unterschied zwischen den Tagen, an denen ich Ikigai habe, und denen, an denen es mir fehlt. Das kenne ich sogar sehr gut, da ich als Selbstständige keinen geregelten Tagesablauf habe. Es kann sehr frustrierend sein, wenn morgens aufzustehen kein Geschenk ist, sondern eine Bürde oder ein Automatismus. Ich glaube gerade das Aufstehen, weil Aufstehen nun mal gerade dran ist, betrifft ziemlich viele Menschen. Deshalb sind Morgenroutinen ja so beliebt. Da wird nicht die Frage gestellt, was dich und deinen Lebenswillen antreibt. Es geht um eine Automatik, um Launen und Überzeugungen auszustellen. Das kann auch ziemlich praktisch sein. Aber wenn wir Tag für Tag und Jahr um Jahr nur in den Tag starten, weil das halt so von uns erwartet wird, kann das auch seine Spuren hinterlassen. Ein Trotz setzt ein. Antrieb verschwindet. Das Leben wirkt eintönig oder wie auferlegt statt selbst gewählt. Sollte es dir über Jahre so gehen, kann ich dir mit einem 0815-YouTube-Video nicht helfen. Dann musst du wahrscheinlich grundsätzlich etwas ändern oder professionelle Hilfe suchen. Aber fehlendes Ikigai betrifft, glaube ich, auch viele Menschen, die nicht unter ernsthaften psychischen Problemen leiden. Wir müssen uns vielleicht alle mal in Erinnerung rufen, dass das Leben ein Geschenk ist. Und dass wir viel Kontrolle darüber haben, wie wir unser Leben gestalten. Was klingt für dich besser? Der Wecker klingelt, du ziehst die Bettdecke weg und machst dich fertig, weil du musst in einer Stunde los zur Arbeit. Oder der Wecker klingelt, du atmest tief durch und denkst an den Ausflug mit deinen Freunden, der abends ansteht. Du ziehst die Bettdecke weg und machst dich fertig. Du musst die Arbeit erledigen und dann kommt der Spaß. Das gleiche Spiel können wir mit der neuen Folge einer guten Serie, einem langen Spaziergang mit dem Hund oder einer Runde Zocken mit den Freunden durchdenken. Ikigai kann beständig sein, zum Beispiel wenn man Kinder hat. Ikigai kann aber auch wechseln. Der eine oder andere macht das vielleicht auch schon, ohne groß drüber nachzudenken. Oder auf achtsame Weise. Sich selbst und sein Verhalten und die Umwelt nicht einfach nur vorbeirauschen zu lassen, sondern zu betrachten, ist Teil der Achtsamkeit. Sich seiner Überzeugung und seinem Antrieb bewusst zu sein, passt da doch perfekt. Außerdem zeigt uns Ikigai vielleicht auch auf, was uns aktuell fehlt. Verbringen wir vielleicht nicht genug Zeit mit unseren Freunden? Sind wir zu gestresst, um uns auf irgendetwas zu freuen? Ist der Alltag eine solche Belastung, dass wir die kleinen Dinge des Lebens nicht genießen können? Das sind alles Hinweise darauf, dass etwas nicht ganz richtig läuft. Und durch Ikigai können wir uns wieder mehr Zufriedenheit erarbeiten, indem wir dankbar sind, was wir schon haben,
aber auch indem wir mehr von dem suchen, was uns antreibt. Ich habe das mal eine Woche lang aufgeschrieben, also was mein Ikigai ist. Am Montag war es ein Video, das ich so gut wie möglich gestalten wollte. Am Dienstag war es, früh Feierabend zu machen und eine Runde zu zocken. Und am Mittwoch war es die Aussicht, mit Ferdi spazieren zu gehen. Und natürlich muss man sich an seinen Ikigai auch nicht nur morgens erinnern. Auch über den Tag hinweg ist es ein kleiner, aber feiner Antrieb. Gerne kannst du in den Kommentaren erzählen, was dich morgens aufstehen lässt. Aber halt stopp, noch geht es um die kleinen Dinge. Wenn du einen größeren, bedeutsameren Antrieb hast, dann müssen wir aber erst noch einmal zurück zu dem vorher kritisierten Ikigai-Diagramm. Das angebliche Ikigai-Diagramm setzt ein fast unmögliches Ziel. Ich meine, ich verstehe, warum es gerne von YouTubern und Influencern genutzt wird. Wer die Freiheit hat, nach der Mitte des Diagramms zu suchen, der fühlt sich natürlich bestätigt. Ich würde selbst sagen, dass ich ziemlich nah dran bin, bis auf diese kleine nervige Sache mit dem dafür bezahlt werden. Aufwand und Ertrag passen hier eher nicht zusammen bei mir. Aber die meisten Menschen haben auch gar nicht den Luxus, nach der Mitte zu streben. Oder sie müssen sich diese Faktoren halt auch außerhalb des Jobs zusammensuchen. Nur wollen Mindset-Gurus und Job-Experten das Konzept möglichst gerne für ihre Zwecke nutzen. Und deshalb muss man es mal wieder übertreiben. Das Diagramm wird bei Vorträgen und Coachings gerne genutzt, um vorzumachen, wie jeder Erfüllung finden kann. Ikigai. Und weißt du was? Ikigai stand ursprünglich nicht mal in der Mitte. Da stand früher Purpose, also Bestimmung. Viele Jobs, für die man gut bezahlt wird und die entsprechende Ausbildung hat, sind nicht gerade erfüllend. Viele Betrüger lieben ihren Job, verdienen gutes Geld und sind gut in dem, was sie tun. Aber dass sie der Welt damit etwas Gutes tun, kann wohl nicht behauptet werden. Und wie viele Menschen arbeiten in sozialen oder ehrenamtlichen Berufen, die eine Bereicherung für die Welt sind und viel Erfüllung bedeuten und kommen kaum über die Runden? Die Erwartungshaltung, die mit dieser Form des angeblichen Ikigai einhergeht, ist völlig verzerrt. Ja, manch einer sollte danach streben. Aber viele eben auch nicht. Leider passiert es uns Content-Creatern gerne mal, dass wir anderen Menschen Ideale vorhalten, die gar nicht realistisch sind. Oftmals einfach unabsichtlich, weil man eben gerne teilt, wonach man selbst strebt. Aber es gibt natürlich auch diejenigen, die richtig fies sind. Sie wissen ganz genau, dass manche unzufriedene Menschen viel Geld dafür ausgeben, um ihre Bestimmung finden zu können. Sie kaufen dann Bücher und Kurse und Einzelgespräche und Tickets für Veranstaltungen, weil ihnen da jemand verspricht, dass es bald soweit ist. Bald finden sie ihre ach so weise, aus japanischem Glück abgeleitete Bestimmung. Diese Mindset-Lebensziele sind wie Fastfood. Sie machen nie wirklich satt. Und wer nicht satt ist, der muss weitersuchen. Der muss weiter investieren. Manchen Menschen ist ziemlich egal, welchen Wert ihre Arbeit abgesehen von der Bezahlung hat. Sie wollen genug verdienen, um sich und oder ihrer Familie ein gutes Leben zu ermöglichen. Ihr Grund, morgens aufzustehen, ist also die Familie, nicht der Job. Dafür machen sie dann Abstriche in Sachen Erfüllung und Liebe zum Beruf. Soll ich jetzt wirklich zu denen hingehen und ihnen sagen, sorry, du musst deinen Job kündigen, um glücklich zu werden? Wie bescheuert und arrogant wäre das bitte? Irgendwie kommt dieses Diagramm dann fast bei einer gegensätzlichen Erkenntnis raus als das eigentliche Ikigai. Es sind nicht die kleinen Dinge des Lebens. Du musst einen kompletten Umbruch machen. Der Hintergrund ist, dass das Diagramm nicht aus dem weltweiten Bestseller mit Titel Ikigai von Ken Mogi stammt. Darin geht es eigentlich darum, warum manche Japaner so lange und zufriedene Leben führen. Der Autor Ken Mogi hat dafür viele Interviews geführt und sicherlich auch die eine oder andere interessante Erkenntnis gewonnen. Aber es beschreibt eigentlich mehr die japanische Lebensweise allgemein. Und Ikigai ist nur ein Teil davon. Was möglicherweise einfach daran liegt, dass Ikigai nie dafür bestimmt war, eine perfekte Anleitung für das Leben zu werden. Dahinter stecken keine Philosophen oder großen Denker, das ist einfach Teil der japanischen Kultur. Das fühlt sich jetzt ein bisschen so an, als würde jemand ein Buch schreiben mit dem Titel »Da wirst du ja nie fertig mit Fensterputzen. Was ist das große Geheimnis der Deutschen?« Nun, sie sehen ein Schloss oder eine Villa mit vielen Fenstern und sie denken an den Aufwand des Fensterputzens. Dass der Grund dafür ist, warum Made in Germany ein Qualitätsmerkmal ist? Würden Kinder in Kanada davon profitieren, diese Einstellung zu übernehmen? Können wir daraus nicht vielleicht einen TED-Talk machen? Sorry, dass ich jetzt etwas schnippisch geworden bin.
Ich finde es nur so schade, dass Ikigai eigentlich etwas ist, worüber jeder mal nachdenken sollte, aber wir mal wieder viel heiße Luft bekommen. Und das sage ich sogar als jemand, der eigentlich nach diesem Diagramm hier lebt bzw. strebt. Nur wäre ich nicht frech genug, es als Anleitung für dich zu bezeichnen oder dir damit möglicherweise einzureden, dass dein aktuelles Leben kein Glück bedeuten kann. Dieses Video wird von jungen und alten Menschen geguckt, von Männern und Frauen, von Leuten mit Geldproblemen und gut Betuchten. Wie viel Selbstüberschätzung ist nötig, um zu glauben, dass ich euch allen eine Anleitung fürs Leben geben kann? Ich habe es in meinem Video über Oberflächlichkeit schon gesagt. Bescheidenheit ist eine Tugend. Und nur weil etwas für mich klappt, heißt das noch nicht, dass es eine gute Anleitung für die Leben anderer ist. Und daher rolle ich dann mit den Augen, wenn ich dieses Diagramm hier sehe und suche mir stattdessen Ikigai im Alltag. So, wie es tatsächlich gedacht war und ist. Schreib doch mal in die Kommentare, was dein Ikigai ist. Vielleicht auch nur heute, vielleicht generell. Was bewegt dich dazu, morgens aufzustehen? Also, abgesehen vom Wecker. Vielleicht hast du ja etwas Grundsätzliches wie deine Familie, oder aber es ist eine Sammelleidenschaft, die Aussicht auf den Feierabend, ein gutes Buch. Ich weiß, mir persönlich geht es besser, wenn ich mir am Abend vorher überlege, was der nächste Tag bringen wird. Dann wache ich mit dem Gefühl auf, etwas vorzuhaben und zu schaffen. Gelingt natürlich nicht immer, aber es fühlt sich auf jeden Fall besser an, als völlig automatisiert nur den Erwartungen der Welt zu folgen.